Ey, wir haben original noch nie Wagyu Beef Ribs gemacht und genau das werden wir jetzt auf jeden Fall mal das erste Mal testen. Okay, komm. Leute, ich sag's euch, wie es ist, ne? Wir haben schon ein paar Mal Beef Ribs gemacht, aber die wir heute machen, boah, die haben es richtig in sich. Hannes, wie sieht's aus mit deinem Pimmel? Ich fand's auch noch nicht so ganz perfekt vom Wording her. Okay, let's go. Wir haben was richtig Geiles am Start, ich sag's dir. Und zwar Beef Ribs und ich bin gespannt, wie schnell wir die heute schaffen werden. Was meinst du, Hannes? Wie lange brauchen wir? Ich weiß nicht genau, wie lange, aber ich kann dir eins sagen. Wenn du dich beeilst, geht's schneller. Wir haben Beef Ribs gemacht, die hatten so eine dicke Fleischauflage, Short Ribs, ne? Wir haben schon, aber wir haben generell bislang, wenn wir Beef Ribs gemacht haben, hatten wir immer Beef Ribs, die ungefähr so dick Fleisch drauf hatten, ne? Mhm. Also eine richtig dicke Auflage. Und das hier sind ja quasi Baby Back Ribs vom Rind. Nicht diese ewig hohe Auflage, sondern wirklich klassischer Rippchenzuschnitt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. In dem Fall sogar Wagyu, ne? Also es ist ein Wagyu. Wagyu-Zucht Nordfriesland, ja. Guck mal die Marmorierung an, das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal, hier oben siehst du es, hier, ne? Wenn du raufguckst, mit der Faser, ja, aber auch wenn du den Querschnitt anguckst. Ja, ja. Die Art und Weise, wie wir es heute zubereiten, kann man das mit allen Baby-Back-Ribs machen? Also sowohl vom Schwein als auch von anderen Rindern? Man kann das auf jeden Fall auch mit jeder anderen Rinderrippe machen. Von einem anderen Rind, man könnte es auch mit Schweinerippchen so machen. Dadurch, dass die Fleischauflage ein bisschen kleiner ausfällt, geht man auch das Risiko ein, dass die schneller trocken werden und eben vielleicht nicht ganz so saftig sind. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir das hier nicht haben werden, weil es eben Wagyu-Ribs sind. Ja. Ich glaube aber auch, dass man aufpassen muss, weil sie könnten, ich glaube, sie werden vielleicht nicht so zart, wie ich es mir vorstelle. Ganz kurz, wenn ihr Ribs einkaufen geht, worauf achtet ihr da grundsätzlich? Also was macht immer gute Ribs aus zum Grillen? Ich glaube, wenn man Rippchen kaufen möchte, sollte man darauf achten, dass man eine gewisse Fleischauflage hat, aber auch einen gewissen Anteil von Fett, weil per se Rippchen eigentlich ja magerer sind. Aber wenn man das wirklich so zart saftig haben will, müssen die einen langen Zeitraum geschmort werden. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man mehr Fleischanteil und auch Fett hat, sonst wird das schwierig so. Also ich sage dir meine Einschätzung. Okay. Wenn wir die jetzt einfach nur auf den Gasgrill schmeißen würden, indirekte Hitze, 150 Grad und 3 Stunden warten, dann wären die auch natürlich gar sowieso. Und wir würden die sicherlich auch saftig kriegen. Hier ist genug Fett drin, aber auch wenn es jetzt nicht Wagyu wäre, wäre da genug Fleischsaft drin, denke ich so, weil der Fleischsaft ja erstmal wichtig ist. Mhm. Aber ich glaube, sie werden relativ bissfest. Deswegen steht hier auch schon dieser Dutch Oven. Denn ich denke, dass die beste Zubereitungsweise von solchen Rinderrippen ist, die jetzt auch nicht so viel Fleischauflage haben, glaube ich, ist die beste Zubereitungsmethode im Dutch Oven. Bei mittleren Temperaturen, also auch so 150 Grad, 140, 160 Grad vielleicht im Grill, ein bisschen Unterhitze, nicht zu viel, dass es da drin ordentlich dampft, weil der Wasserdampf gart die relativ schnell. Sie werden vor allen Dingen schnell weich und sie sind schneller fertig. Und deswegen sind sie dann, vermute ich, weich und saftig. So, ja. Das sind my two cents. Ja, fand ich gut. Sagt man das so? Hat mir gut gefallen, die Überlegung. Danke. Ich bin ja auch bei dir, sonst hätte ich jetzt nichts Bier schon reingekippt. Ich würde es nämlich jetzt auch so machen. Das ist übrigens ein Magic Moment für uns. Wir reißen jetzt die Nachfüllpackung hier oben auf. Erstmalig auch. Zack. Und wir haben nämlich vorhin diskutiert, welches Gewürz könnten wir nehmen. Wir haben uns für Smoke Kick entschieden. Theoretisch erstmal Nachfüller in die Dose machen können, weil eigentlich soll man den ja in eine Dose reinfüllen. Ich wollte dir nochmal zeigen, guck mal. Aber das ist doch, wenn das Ding schon Smoke heißt und dann kommt Smoke raus, weißt du doch schon, wie es läuft. Ja. Muss Silber auch drunter oder was? Geht nicht. Warum nicht? Kannst du probieren, wirst du dir so einen abreißen. Also bei Beef Ribs ist das echt ein richtiger anstrengender Akt. Ich würde es nicht machen, ehrlich gesagt. Ich versuche nur mal. Ich gehe mal. Pass auf, jetzt geht's total einfach und ich bin sofort enttarnt. Bei Beef Ribs muss man so sagen. Wenn euch der Tipp übrigens gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben geben. Ne? Kommen wir zu den interessanten Themen. Ich würze mal. Oh. Nur falls einer fragt, das Ding heißt ja Smoke. Smoke Kick, ne? Das ist kein Marihuana, was hier rausfällt. Ne? Muss es nochmal verifizieren. Die Rippen sind natürlich, da haftet es nicht gut dran, ne? An dem Rippenfleisch. Aber wobei geht. Aber die anderen können wir jetzt da rein ditchen, dann haben wir nicht so viel Schund. Das ist wichtig, gerade bei Nachfüllpacks, dass man nochmal rein ditcht auch. Was ist das Besondere an dem Nachfüllpack? Wurde ganz oft gefragt. Ja, wir werden ganz oft nach Nachfüllpacks gefragt. Ja, tatsächlich ist immer so, die sind eigentlich so berechnet, dass du eine Dose kaufst und mit einem Nachfüllpack quasi zweimal nachfüllen kannst. Zweimal also voll machen die Dose. Hier ist immer zweimal Inhalt drin. So ist das Ziel. Und klappt übrigens nur bei einem Gewürz nicht, bei unserem Pfeffermix. Da ist es nicht so. Genau, bei sonst allen anderen geht's, ja. Ja, das Gewürz da richtig einreiben, weil an den Beef Ribs hält das echt
nicht ansatzweise so gut wie an Schweinerippen. Ne? Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass jetzt viele auch zu Hause sitzen, gerade nachdem du gesagt hast, es hält nicht so gut, die gesagt hätten, dann nehme ich doch ein bisschen Öl daran. Ja, ja, Öl. Würdest du sagen, das ist gut oder eher sollte man es vermeiden? Ja, hätte auf jeden Fall, kann man hier machen. Das liegt ja auch nicht über dem direkten Feuer. Wir sind dann im Dutch-Ofen. Man hätte da wunderbar eine leichte Schicht Öl auftragen können. Aber ich sage auch immer, da wo es nicht hält, will es vielleicht auch nicht halten. Und wir wollen ja am Ende auch noch Fleischgeschmack haben. Wir wollen es ja auch nicht überwürzen. Guck mal, wenn ich jetzt hier so die Reste, die hier sind, nehme und noch ein bisschen da einmassiere und so, dann habe ich am Ende auch nichts mehr auf dem Brett und habe irgendwie doch alles an meinem Fleisch. Grundsätzlich ist es so, dass du vermeintlich viel aufgetragen hast, aber in der Menge später, im Anschluss, ist es gar nicht so viel. Zum Beispiel ein Brisket, ja, Riesenstück Fleisch. Da kannst du ohne Ende draufpacken. Das ist ja so trotzdem, dick. Ja, trotzdem, du kriegst ja nicht, du kriegst dieses, ja. Das, die Würzen nicht rein. Also von daher, ich denke, das wird passen. Und jetzt gehen wir hier rein. Ja. Nackt, sagst du. Nackt. So. Meinst du, so ist okay? Ja, oder querstellen, so anlehnen, weiß ich nicht. Ja, können wir auch machen. Wobei die dann eh umkippen, die, ja, die kippen ja zusammen. Wenn sie, also ich glaube auch. Ich glaube, so ist ganz cool, ne? Also das ist wirklich kein Hexenwerk, dieses Gericht. Einfach Dutch Oven, leichte Erhöhung, schön viel Flüssigkeit, Gewürze, das, was du grillen möchtest. Sagst du, zu Gemüse wird überbewertet, oder? Kann man machen, hatten wir heute keine Lust zu. Aber wird halt mitgeschmort dann im Bier, ne? Also genau. Und er geht kalt rein. Und erhitzt sich quasi langsam mit. Ist auch ja wichtig. Ne? Ja, dass er jetzt wichtig langsam Temperatur kriegt, da soll er nichts kochen. Und jetzt geht einfach nur noch der Deckel drauf. Und dann denke ich mal, müssen wir gucken, was sagst du mit der Flüssigkeit nachfüllen? Macht auch Sinn ab und zu. Auf jeden Fall gucken wir mal nach. Letztes Mal hatten wir mittlere Schwierigkeiten. Wir gucken auf jeden Fall mal nach und füllen danach. Genau. Ungefähr 150 Grad am Deckelthermometer, dann haben wir indirekte Hitze, es passt. Also ich denke, wir sind in maximal 4 Stunden fertig. So lange? Schätze ich jetzt so vom Bauchgefühl. Oder willst du kürzer? Ja, ich hatte die, also ich habe ja die Hoffnung, dass die so wie Schweinerippchen nach 1,5-2 Stunden im Dutch Oven. Okay, werden wir prüfen. Das ist ja von der Dicke. Werden wir prüfen. 1,5-2 Stunden. Ja, gucken wir mal. Lass uns mal reingucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, flüssigkeitstechnisch haben wir genug drin. Wir haben einmal nachgeschüttet. Oh, die sind ganz, ganz weich. Man sieht aber auch, wie stark das Fleisch von den Rippchen zurückgezogen hat. Ne? Das ist schon heftig. Bei Schweinerippchen macht es das Fleisch auch. Das zieht sich auch so zurück. Aber diese Rippchen vom Rind haben noch wesentlich mehr festes Bindegewebe. Und so. Also das zieht sich wesentlich mehr zusammen als beim Schwein. Oh, ich will dir was sagen, Johannes. Diese Soße war letztes Jahr schon limitiert, ist dieses Jahr auch wieder limitiert. Ja, ne? Weiß ich. Ich weiß nicht, wie viele noch dann da sind, wenn das Video rauskommt, aber Fakt ist auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder richtig gut gelaufen. Und gibt einmal im Jahr gibt es die oder gab es die letztes Jahr, dieses Jahr immer nur limitiert und wird auch nicht wieder aufgelegt das ganze Jahr über. Das heißt, wer auf sowas Bock hat, kann das nochmal nutzen, die Chance, herrlich, wenn sie noch da ist. Ja, Alter, ja, okay, das ist heftig. Ich glaube, ich brauche doch nichts schneiden. Du brauchst nicht schneiden. Ach, guck mal. Alter, krass. Beef Ribs sind per se geschmacklich immer sehr, sehr intensiv. Alles am Knochen gereift und deswegen ist das schon, ja. Eieiei. Kannst ja so einfach wegsnicken. Kannst du einfach so runternehmen. Ja. Sind auch, man sieht auch sofort, die Knochen sind doch deutlich dicker als bei so einem Schwein, ne? Was? Guck mal. Kannst einfach so abziehen. Das fällt einfach runter. Zeig mal, zeig mal. Oh, also man hört das sogar beim Schneiden, wie sapschig das ist, ne? Kannst du mir mal so ein kleines Stück schneiden? Hier nochmal? Butterzart. Also Beef Ribs im Dutch Oven, man braucht keine 4 Stunden. 2 Stunden 15, butterzart und saftig, so wie ich es mir erhofft habe. Wenn ich jetzt nur mal die Konsistenz beurteile, ne? Einfach nur das, was im Mund passiert, Explosion. Das ist so, Alter. Und du hast halt so einen Schrank pro Person, würde ich sagen, von der Menge her, weil die haben super viel Fettanteil, ne? Also richtig viel Fett, die machen richtig satt. Gute Beilage dazu und dann tipptopp. Ja. Alter, der Geschmack. Ja, kann man so machen. Du kannst ja lutschen, die Dinger. Mega.